Letztes Mal habe ich es geschafft, Mario 64 16 Sterne unter 19 Minuten durchzuspielen. Es war sogar unter 18 Minuten und 30. Aber als Speedrunner würde ich persönlich mich erst bezeichnen, wenn ich das Ganze unter 18 Minuten schaffe, also irgendwas mit 17 Minuten. Dann wäre ich irgendwas mit Platz 200 auf der Welt. Daher wurde noch mehr trainiert, noch mehr reingehustelt. Und eines Tages begann dieser Stream mit diesem First Try. Let's go! Es ist ein bisschen warm in diesem Raum. Generell ist heute auf Madeira warm. Wir haben heute 23 Grad, actually. Ich war heute unterwegs und habe ein bisschen gesweatet. Keiner will das hören von euch. Bei den meisten schneit es. Scheiße. Okay. Let's go. Papa Platt versucht, dein PB zu brechen. Ja, kann er versuchen, aber ich werde auch meinen eigenen PB brechen. Wann konnte LBLJ run? Wenn ich es geschafft habe, irgendwas mit 17 Minuten zu machen, also wenn ich mein PB gebrochen habe und Sub 18 bin, dann wage ich mich an die LBLJ-Route und werde die trainieren. Okay, ich bin ein bisschen aufgeregt wegen Cannonless. Ich meine, wahrscheinlich geht es trotzdem schneller, wenn ich mich da festhalte, zurückspringe und dann diese komischen Moves mache. Aber ich bin einfach glücklich, dass das funktioniert hat. Okay. Okay, wir haben jetzt erstmal einen Test-Run. Also einen Practice-Run, könnte man sagen. Einfach nur, um reinzukommen. Und danach machen wir for real. Das lief gut. Geile Friese, dankeschön. Ich habe mit meiner Friese heute nicht viel gemacht. Ich wollte einfach mal gucken, wie das aussieht, wenn ich die nass lasse. Dann so ein bisschen Haarspray rein. Jetzt sieht das so aus. Oh, gerade so hochgekommen. Aber heute habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Boyband weg. Ist true. Sieht wirklich aus wie so ein 90s Boyband-Mitglied. Aber ob das gut oder schlecht ist, müsst ihr entscheiden. Ich bewerte das nicht. Der Stern ist wahrscheinlich ein bisschen weiter unten. Ja, ein bisschen weiter rechts von mir, actually. Backstreet Boys. Big Street Boys. Ah ja. War das schon er? Nice. Ohne festhalten. Ohne scharf. Oh mein Gott! Bin fast runtergefallen. Welchen PB hat die Nummer 1? Ich glaube 14 Minuten und irgendwas mit 50. One Star Run wurde gebrochen neulich und zwar von Kano, dem Japanese Man. Und ich habe das gesehen. Ich war sogar live dabei, actually. Oh, ich liebe Mario 64 Speedrunning. Keine Ahnung, irgendwie fühle ich das. Irgendwie war es klar, dass ich Mario 64 Speedrunner werde. Alles hat dafür gesprochen, dass das mein Schicksal ist. Was sind deine Top 3 Speedruns-Games? Ich würde sagen, Mario 64 auf Platz 1, dann Mario Odyssey und dann Breath of the Wild. Auch super interesting. Okay. Let's go. Das Spiel ist halt zeitlos, deswegen einfach nur Mashallah. Der Mann versteht es. Okay, das war gut. Castle Movement könnte schlimmer sein. Ich spiele Fortnite auf Schreibmaschine. Es haben ja super viele Leute wieder mit Fortnite angefangen, ne? Ich überlege auch, ob ich das mal wieder zocken soll, weil damals hat mir Fortnite actually Spaß gemacht. Einfach mit Jengs wieder. Ein paar Fortnite-Challenges wie damals. Falls er Bock hat. Oh mein Gott. Gibt es eigentlich noch Ninja? Macht er noch was? Man hört ja gar nichts mehr von dem, oder? Ich habe das Gefühl, seitdem er sich an Mixer verkauft hat, hat er viel Popularität einstecken müssen. Aber inzwischen ist er ja wieder auf Twitch. Also Mixer gibt es ja nicht mehr. Aber irgendwie läuft es seitdem nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ich glaube, der Move hat ihn so ein bisschen zerstört, oder? Was meint ihr? Nice. Ninja spielt jetzt Apex Legends. Aber der hat auch wieder mit Fortnite angefangen, habe ich gesehen. Er ist wieder bei seinen, ja, back to the roots, könnte man sagen. Oh, Bowser Froze hätte ich vielleicht ein bisschen üben sollen, aber hat ja trotzdem gut funktioniert. Ich glaube, das kann ihm aber egal sein bei dem Geld. Ja, true. Es gibt ja super viele YouTube-Videos, wo es darum geht, The Downfall of Ninja. Und es wird halt immer so getan, als würde es ihm selbst wahrscheinlich auch schlecht gehen. Der hat doch locker 10 Millionen auf dem Konto oder so. Und solange er, keine Ahnung, sich finanziell abgesichert hat, seine Freunde bei sich hat und seine Frau und einfach glücklich ist, kann ihm das wirklich egal sein, ob es funktioniert oder nicht. Let's go. Ninja hat auf jeden Fall ausgesorgt. Oh Gott. Kurz vergessen, wo ich reingegangen bin. Ich dachte gerade irgendwie, ich wäre in Lava Land.
Lidl Lavaland. Gibt's auch Aldi Lavaland? Yo, lass uns das bitte immer so nennen ab jetzt. Komm nicht zu mir. Dankeschön. Ich dachte, er fliegt zu mir, weil ich ein bisschen zu weit links war. So, jetzt gehen wir zu Lidl Lavaland. Und danach zu Rewe Maze Cave. Oh, ich bin da irgendwie gegengebonkt, aber irgendwie auch nicht. Aber ist nur ein Practice Run. Ist nur ein Practice Run, liebe Freunde. Deswegen nehme ich das hier nicht so ernst. Let's go. Dire Decke. Was wäre denn Dire Dogs? Dire Deichmann, genau. Okay. Komm schon. Yes, Mario. Du enttäusch mich nicht. Wie ist das Wetter auf Madeira zu dieser Jahreszeit? Heute haben wir 23 Grad. Ich war mich nämlich testen. Es ist alles 2G+. Das heißt, jede Woche muss man sich testen, um irgendwo reinzugehen. Und ich war heute wieder testen. Ist negativ. Immer noch kein Coroni. Und ja, ich stand draußen an dieser Schlange. Es war super warm. Eche! Nice. Ohne festhalten ist natürlich geiler, aber ich will mich nicht beschweren. Jetzt kommt der Haze. Bist du geimpft? Natürlich bin ich geimpft. Natürlich. Komm schon! Okay, Glück gehabt. Ich dachte, er entwischt mir. Boah, ich bin so ein schlechter Schwimmer in Mario 64. Nicht mal Seepferdchen. Okay. Ja, irgendwie, ich habe das schon mal gesagt, aber irgendwie fühlt sich dieses Level für den 16-Sterne-Run an wie ein Filler. Es ist so ein Level, wo man sich wieder kurz entspannen kann, wo halt nichts Schlimmes passieren kann so an sich. Und um so ein bisschen runterzukommen, wisst ihr? Jetzt muss man ein bisschen warten. Dire Dogs gleich Urlaub. Ja, so ein bisschen. Vom Feeling her. Left side! Let's fucking go! Let's fucking go! Findest du das witzig, Mario? Yes! Was glaubt ihr? Hat BLJ heute Lust? Oder denkt sich BLJ heute so, du HS? Weg, ernste Frage. Magst du Apple mehr oder Android? Das ist so eine Frage, die ich eigentlich mal versuche, aus dem Weg zu gehen. Aber ich würde sagen, eher Apple auf jeden Fall. Also ich bin irgendwann umgestiegen von Samsung auf Apple und ich habe es nie bereut. Also seitdem habe ich immer iPhones. Yes, diesmal konnte ich es kontrollieren. Diesmal habe ich genau darauf geachtet, dass ich gegen die, dass ich gegen die Treppenstufe springe. Och, danke schön. Okay, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber macht nichts. Oh, close. Oh mein Gott. Also mein Herz stoppt da immer so ein bisschen kurz. Holy shit. Oh mein Gott, komm schon! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komm schon! What the fuck? First try? Das war der erste Run. Yo, ich zittere so sehr. Hä? Das war ein Testrun. 17 Minuten 56. Ey, RIP Headphone User. Tut mir leid, dass ich gerade so rumgeschrien habe, aber holy shit. 17 Minuten 56, das ist Platz 250 ungefähr. Also ich würde mich reinreihen in Platz 251 auf der Welt. Auf der Welt. Ich bin Platz 21 in ganz Deutschland. Kann sich sehen lassen. Und aber schön auf die Glocke drücken, Leute. She got a fatty, I might type that. Give me your addy, we pullin' up to your bed, and then we gon' put it to rest, and we don't click clap.